Baupläne, Tabellen, Rentabilitätsberechnungen. Genau, was man sucht, wenn man sein Geld solide anlegen will. Seriös. Solide. Ja, will ich ehrlich sein, soll Dr. Harnisch dann... Feriensiedlung in Spanien, was spricht dagegen? Man kauft ein paar Bungalows und vermietet die an Reiseveranstalter. Eine höchst lukrative Angelegenheit. Naja, wenn sie einwandfrei aufgezogen ist, natürlich. Sagen Sie mal, dieser große Bau hier, was ist das denn? Das ist die Hotelanlage. Auch daran verdient man ja. Überhaupt am ganzen Ferienkomplex. Wie viel von diesen Bungalows haben Sie denn schon gekauft? 5. 5? Ja, dann haben wir das ja fast eine halbe Million. Bei annähernd 200 Grundstücken ist da eine ganz hübsche Summe für die Gauner rausgesprungen. Zahlreiche Bundesbürger sind in neuerer Zeit dazu übergegangen, entweder zur Sicherung des Lebensabends oder auch zum Zwecke der Geldanlage, wobei es nicht selten um schwarze oder graue Gelder geht, Grundstücke und Grundstücksbeteiligungen im Ausland zu erwerben. Diesen Bürgern ist zum Teil nicht bekannt, dass auch auf diesem Sektor der Wirtschaft erhebliche Kriminalität vorkommt. Es geht dabei einmal darum, dass in üppigen Prospekten und Zeitungsannoncen den Interessenten vorgegaukelt wird, es gehe um hohe Rendite, sichere Aussichten auf Vermögenszuwachs und Ähnliches. Der Tatbestand des Betruges ist hier nur sehr selten nachweisbar, da es um künftige Prognosen und bloße Aussichten geht, bei denen dem Täter kaum je nachzuweisen ist, dass er vorsätzlich falsche Angaben gemacht hat. Die Täter schrecken aber auch nicht davor zurück, an Ort und Stelle den Interessenten, die die Grundstücke besichtigen wollen, falsche Grundstücke vorzuzeigen, nämlich solche Grundstücke, die in Wahrheit gar nicht verkauft worden sind. Hier ist zwar der Tatbestand des Betruges einwandfrei gegeben, jedoch setzen sich die Täter häufig ins Ausland ab, sodass faktisch eine Strafverfolgung hier ebenfalls ausgeschlossen ist. Espera. Hey, Antonio, Tempo, Tempo, Zeit ist Geld. Calor, calor. Ja, ich bin auch calor. So, die Fehler Nummer 100 bis 200 da drüben. Verstanden? Was? Hä? Nimm mal den Polizisten da. Was will denn der schon wieder? Der hat wahrscheinlich nicht besseres vor, reine Neugier. Hast du eine Bescheinigung? Na ja, zeig's ihm da gleich mal, komm. Ja. Buenos días, señor Sargento. Hier ist Zertifikation. Documentos für Campingplatz. Alles in Ordnung? Sie arreglo? Das ganze Gebiet bis zum Wald, alles gepachtet. Contrato de arrendamiento. Gracias. Gracias. Na also. Der ist nicht so dumm, wie er aussieht. Wie meinst du das? Wenn er das Schild liest. Ein Waschraum werden wir doch hier schließlich bauen dürfen. Und eine Kantine und ein Pförtnerhäuschen. Gibt's auf jedem Campingplatz. Dann liest doch erstmal, was auf dem Schild draufsteht. Por favor, Schild hinauf, bitte. Ja. Sieht das nach Campingplatz aus? Du lass doch erst mal. Wir brauchen das Schild auf alle Fälle. Hat bis jetzt immer funktioniert. Das Schild Tariva, por favor. Ihr wisst ja Bescheid. Los, und wir beide kümmern uns ums Geschäft hier. Komm. Wichtig ist, wie weit wir in diesem Jahr gehen können. Entsprechende Teuerungsrate, 80.000 plus 10%. Da müsste noch mehr drin sein. Das glaube ich nicht. Aber ich... In den letzten Jahren wurden die allgemeinen Bedürfnisse befriedigt.
Jetzt kommen die Leute mit den Extrawünschen. Wenn ich an die Zurückhaltung bei den Reiseabschlüssen denke, du, dann... Ein bisschen Nervosität, das geht vorüber. Man muss den Leuten die Entscheidung erleichtern. Gerade deshalb müssen wir gute Preise nehmen. Was billig ist, taugt nichts. Also schön 90.000, aber das wäre das Äußerste. Du kannst ja die Anzahlung ein bisschen raufsetzen. Ja, das wäre nicht falsch. Pro Abschluss, die Anzahlung und die erste Rate. So kommen wir auf die Hälfte des Preises. 45.000 mal 200, ganz schön. Die Unkosten werden natürlich auch höher. Du meinst die Anzeigenpreise? Für die Prospekte wüsste ich eine neue Druckerei. Vor allem die Gruppenflüge. Der Nau muss sich seine Leute gründlich ansehen. Wir dürfen nicht mehr jeden Piesepampel mitnehmen. Also ich wäre schon zufrieden, wenn er überhaupt... Du kannst zufrieden sein, wenn das Ganze gelaufen ist. Ist das mit dem Hotel geregelt? Tja, wir können die Leute rumführen. Wenn was dazwischen kommt, sagt uns der Verwalter rechtzeitig Bescheid. Es darf nichts dazwischen kommen. Er bekommt doch schließlich sein Geld. Die Patienten sind durch, Herr Doktor. Es wartet nur noch dieser Herr Nau. Nau. Anlageberater, oder wie er sich nennt. Ach so, ja, richtig. Lassen Sie ihn rein. Herr Nau, der Herr Doktor lässt bitten. Guten Tag, Herr Nau. Ja, danke, Doktor. Entschuldigen Sie, hat ein bisschen länger gedauert. Nehmen Sie Platz. Dankeschön. Macht doch nichts. Ist doch selbstverständlich, dass Sie erst mal... Ja, Sie können gehen. Machen Sie morgen weiter. Ja, wiedersehen. Ja, wiedersehen, Frau Bediger. Tja, also... Sie haben die Unterlagen sicherlich studiert. Mit Zahlen kenne ich mich nicht so aus. Und ich wollte außerdem vorher noch mal mit meinem Anwalt sprechen, aber der ist zurzeit verreist. Sie können es sich ja erst mal ansehen. Ich meine natürlich unverbindlich und... auch selbstverständlich auf unsere Kosten. Ich darf Ihnen das hier mal zeigen. Ja, danke. Sie meinen diese Wochenendflüge? Ja, genau. Wir haben da sehr viele Anfragen. Es herrscht ein sehr großes Interesse dafür. Ah, wirklich, ja. Ja, wissen Sie, wenn Sie mitfliegen, kann man sich selbst am besten überzeugen. Ich darf Ihnen das vielleicht hier mal auf dem Plan zeigen. Ja, das wäre hier. Und zwar hier vorne, direkt am Wasser, habe ich die Häuser 4 bis 9 für Sie erstmal prophylaktisch festgehalten. Das ist eine sehr, sehr gute Lage. Ich wollte ja eigentlich ein bisschen näher an den Wald ran. Pinienhain, wie ich da in Ihrem Prospekt gelesen habe. Ganz recht, für Leute, die den Schatten bevorzugen. Ist auch viel gesünder. Ja, das wäre dann hier drüben. Ja, da habe ich schon einen interessanten vorgemerkt. Steuerberatungsbüro Wilke. Vielleicht kennen Sie den Herrn. Wilke? Ja, aus unserer Stadt? Ja, da hat in der Rheinstraße seine Geschäftsräume. Ja, also gut, Herr Doktor, dann darf ich Sie dann also vormerken. Na, vormerken. Ja, bitteschön. Letzte Minute, nicht was dazwischen kommt. So, meine Herrschaft, bitte sich bitte darüber, wenn Sie wollen. Ja, das ist unser Bus. Wir müssen das reparieren. Folgen Sie mir bitte. Der Kleine. Warte mal. Vamos. Da wären wir, wohlbehalten zur Stelle. Ja, bitte aussteigen. Bitte kommen Sie doch raus. Bitte halt schön. Danke, Frau. Willkommen an Spaniens Südküste, meine Damen und Herren. Ja. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Flug. Ich darf Sie im Namen der Neutra Ferienkolonie und Freizeit GmbH begrüßen und mich zuerst mal vorstellen. Ich heiße Müller-Kral. Bevor wir zur Tat schreiten, darf ich Sie zu einem kleinen Willkommensimbiss drinnen im Restaurant bitten. Ich darf vorausgehen. Bitte sehr. Meine Herrschaften, jeder Bungalow mit eigener Sonnenterrasse, versetzte Bauweise, damit man sich nicht so sehr stört. Alles in einheimischem Baustil. Da kann man noch mal was über die Bauqualität erfahren. Aber meine Herren, da wir alle Garantien übernehmen, gehen Sie überhaupt kein Risiko ein. Wir kommen jetzt zum Wirtschaftsteil, wie er in jedem Haus zu finden ist.
Bitte. Übrigens, jeder Schlafraum hat ein eigenes Badezimmer und einen separaten Eingang. Sie wissen, das ist sehr günstig für die spätere Vermietung an Feriengäste. So, und hier sind wir in der Wohnhalle. Na? Wie in unserem Prospekt angegeben, übernehmen wir auch die Vermietung, wenn es jemand wünscht. Wir haben zum Beispiel an der Costa Brava mit einigen sehr bekannten Reiseunternehmungen schon Verträge geschlossen. Das ist also kein Problem. Darf ich? Aber ich bitte sogar darum. Ich will Ihnen ja auch den Swimmingpool zeigen. Meine Damen und Herren, können wir die Besichtigung jetzt hier abbrechen? Wir fahren jetzt gemeinsam zur Urbanisation Salmeria, wo unser neues Projekt entsteht. Wiedersehen, nächste Mal. Und hier ist wirklich nicht mehr frei. Nee, Frau, diese Frage stellen Sie bestimmt nicht mehr, wenn Sie unser neues Gelände gesehen haben. Bitte. Ja, alles okay, nächste Woche klappt es genauso gut. Bitte kommen Sie hier entlang. Damen und Herren, Sie befinden sich hier auf dem Gelände, das Sie besonders interessiert. Hier drüben ist der Platz für den Hotelbau und das Freizeitzentrum. Die Bungalows erstrecken sich bis hinunter zum Wasser und dann bis da hinten zum Wald. Ach, der Wald gehört auch dazu. Ja, es ist uns gelungen, ihn ebenfalls zu erwerben. Sie haben also die Auswahl zwischen schattigen und sonnigen Plätzen. Aber wie ich Ihnen dringend empfehlen möchte, kaufen Sie von beiden, wenn irgend möglich. Die Ferienmieter haben die unterschiedlichsten Wünsche und Sie als Anleger bieten etwas für jeden Geschmack. Was sagen Sie nun, Herr Doktor? Ja, ja, es ist sehr eindrucksvoll. Sehr. Wir gehen jetzt die abgesteckten Parzellen ab. Ja, nach und nach haben dann die meisten Teilnehmer unterschrieben. Ich natürlich auch. Ein Kaufvertrag beim Notar. Ja, ja, beim Spanier. Mhm. Nach der Besichtigung fuhren wir dahin, das war ja alles bestens organisiert. Und gestern kamen dann die Dokumente aus Spanien. Lesen Sie doch mal die Übersetzung dieses Zertifikats hier. Der Grund und Boden ist unverkäuflich. Ja, so wie es da steht. Der gesamte Küstenstreifen ist Eigentum des spanischen Staates. Nur ein bisschen weiter landeinwärts, da ist ein Stück Sumpfland und das hat der Kauner gekauft. Dieses Zertifikat ist also echt? Ja, ja, natürlich, die Verträge auch. Das ist ja der Dreh der Sache. Die Parzellenbezeichnung, das Drum und Dran, das ist juristisch durchaus in Ordnung. Nur, was man uns da gezeigt hat, das stimmt nicht damit überein. Ah, ja, ja, jetzt verstehe ich. Erst nach der Übersetzung ins Deutsche sind Sie dahinter gekommen, wie der Text dieses Zertifikats war. Ja. Ja. Und alle, die sich diese Übersetzung nicht haben anfertigen lassen, sind jetzt wahrscheinlich der Meinung, Sie seien rechtmäßige Besitzer eines Baugrundstücks am Wasser oder am Wald. Ja, und wie ist es mit dem Geld? Haben Sie schon was bezahlt? Ja, Anzahlung ist doch Usus. Manche haben gleich die ganze Summe angeboten, aber bei mir ist es zunächst noch bei der Anzahlung geblieben. Ja. Danke. Herr Dr. Hanisch, haben Sie davon gehört, dass dieser Herr Müller oder er mit anderen einen Club betreibt? Club? Ja, für Leute mit besonderen Ansprüchen. Club exklusiv für fortschrittliche Ferien an Spaniens Südküste. Naja, und so weiter und so fort. Nee, nichts, aber zutrauen würde ich das diesem Möller-Kral schon. Ja, also Möller ohne Kral reicht mir auch schon. Soll ich die beiden mal fragen, ob sie ein Doppel mit uns spielen wollen? Ach nein. Gib's mir bitte meine Jacke rüber. Gestatten Sie die Frau. Glauben Sie. Dankeschön. Sehr, sehr. Tja, im Süden wäre es jetzt angenehmer. Allerdings. Im Strandgewimmel in der Sonne braten, was? Ja. Vielen Dank. Das meine ich natürlich nicht. Ich denke an Golf, Wasserski, Tennis. An eine gepflegte Atmosphäre, nicht so wie hier. Und gerade das soll eben im Süden anders sein. Sollen da anders sein im Süden? Nee, also.
Sie mal auf. Ich bin selbst daran interessiert, zu einem ganz modernen Club beizutreten, so an der spanischen Südküste. Etwas für fortschrittliche, aufgeschlossene Menschen. Mit Golf und Tennis, sagen Sie? Mhm. Alle Wassersportarten, gnädige Frau. Reiten, Tanzsport, Club-exklusiv. Ach, ich habe zufällig einen Prospekt bei mir. Schauen Sie es mal an. Hier, ja, bitte. Gerne. Ich muss immer wieder sagen, Herr Nau, Sie können verkaufen. An diesem Hotelzimmer merke ich mir nicht davon. Sie wollen doch nicht sagen, Sie sich kein Besseres leisten können. Solange es mit der Provision nicht besser klappt. Herr Nau, Sie wissen selbst, die Gelder müssen erst mal eingehen. Es gehen laufend welche ein. Ich kenne doch meine Kunden. Natürlich gehen welche ein, aber die müssen wir erst mal für die Unkosten verwenden. Das Grundstück allein hat ein Eigengeld gekostet. Also ehrlich, ja. Ich kenne mich da unten auch ein bisschen aus. Aber so viel kann das nicht ausmachen. Herr Nau. Legen Sie mir doch mal Ihre Berechnungen vor. Bitte, Herr Nau, aber das ist nun wirklich albern. Welcher Unternehmer legt seinem Vertreter Rechenschaft über seine Transaktion ab? Unternehmer? Was soll das? Ich weiß, was ich weiß. Wenn Sie mir so kommen, Herr Lau, ich bedauere das. Wenn Sie die Clubanmeldungen rückgängig machen wollen, bitteschön. Das ist doch gar nicht die Rede. Ich will nur mehr Geld sehen. Ich habe gearbeitet wie ein Kümmeltürke. Gerade das bezweifelt niemand, Herr Lau. Aber wenn Sie sich noch etwas gedulden würden, wäre alles prima. Aber da Sie das anscheinend nicht wollen... Entschuldigen Sie bitte. Ja, hallo. Ja, stellen Sie durch. Guten Abend, Herr Doktor. Hier spricht Nau. Ja? Ja, hm? Dr. Harnisch, der die 5 Grundstücke hat. Ja, ich habe Sie verstanden, Herr Doktor. Selbstverständlich, ich bin morgen Abend bei Ihnen. Ja. Gut. Wiederhören. Dr. Harnisch hat noch einen Interessenten. Er will am Wochenende runter und sich das Gelände ansehen. Mhm. Was ist nun? Ist das noch zu machen oder nicht? Das liegt ganz bei Ihnen. Sonntag? Ja, ich denke schon. Ich habe meinem Kollegen alles genau beschrieben und der ist jetzt neugierig geworden. Sagen Sie mal, ist denn überhaupt noch was frei? Naja, das eine oder andere. Das muss man selbst sehen. Das ist immer das Beste. Tja, die allgemeinen Besichtigungsflüge sind natürlich schon abgeschlossen, aber nun ja. Ich denke, das lässt sich machen. Ich werde mich selbst ganz gern mitgeflogen. Ja, Herr Doktor, Sie gewissermaßen als alter Kunde. Wir freuen uns, wenn man uns weiterempfiehlt. Na gut, ich kann es doch meinem Kollegen sagen. Ist alles klar? Ja, ich werde heute noch mit Cartagena telefonieren und am Sonntag werden Sie dann am Flughafen abkommen. Gut, in Ordnung. Danke Ihnen für Ihren Besuch. Nicht und zu lange. Sie finden wahrscheinlich ja, selbstverständlich. Auf Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. Na, alles mitbekommen? Wir fliegen Sonntag. Immerhin Sonnabend. Hm? Naja, mir ist inzwischen eingefallen, dass es vielleicht besser wäre, wenn man sich vorher mal ein bisschen umsieht da. Urbanisation San Maria, por favor. Hier war das. Stimmt. Oh. Ja, lass es doch mal sehen. Das Schild ist verschwunden. Keine Blumen, keine Palmen. Also ich könnte schwören, hier ist es gewesen. Hier, schauen Sie mal her. Hier waren bestimmt die Pfähle eingeschlagen. Ja, nun verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ja, kein Zweifel, hier sind wir richtig. Schauen Sie mal hier. Das alles, das hat Möller nur gepachtet für den Campingplatz. Woher haben Sie überhaupt die Zeichnung? Von unserem spanischen Kollegen. Die haben uns auch noch mehr verraten. Die Bungalows und die halbfertigen Häuser, die Sie besichtigt haben, gehören einer spanischen Firma. Über Wochenende konnten Sie da ungehindert durchstiegen. Na also, wie meinen Sie? Es ist für morgen. Wiederholung der Vorstellung des großen Erfolges wegen. Was? Extra für uns? Ja, nein, für mich. Warum bin ich doch der Goldfisch, der an die Angel soll? Ja, das bringt
bringt unser Zeitplan ganz schön durcheinander. Ach was. Glaubst du denn, dass der Kerl kauft? Dr. Harnisch kommt selbst mitgeflogen. Da ist das Geschäft so gut wie gelaufen. Das ist schön. Hast du was wegen dem Schild unternommen? Ja, die sind draußen und stellen's auf. Du fliegst jedenfalls morgen voraus. Natürlich. Na, was ist? Du sagst ja gar nichts. Mein erster Chef nach der Banklehre, weißt du? Ach du lieber Gott, jetzt fängst du damit wieder an. Der sagte auch nie was, wenn er zufrieden war. Ja, ist anscheinend das Einzige, was du dir von ihm abgeguckt hast. Ich hab mir vieles abgeguckt. Aber immer von den richtigen Leuten. Los, kommt sie! Das ist Kamerad Karl, das ist mein Kollege Dr. Roth. Ja, üblich, einen Begrüßungsschluck hier oder? Ja. Gehen wir erstmal in die frische Luft. Wir sitzen ja hinterher sowieso noch zusammen. Ja, du willst, dann darf ich bitte. Da drüben im Schatten. Wenn da noch was frei wäre? Ja, ganz oben, die letzten drei Parzellen. Ach, das ist ja schade, wir wären ganz gern nebeneinander. Das wird nicht leicht sein. Ja, halt ja auch nicht so. Meine Frau ist sich sowieso noch nicht ganz schlüssig. Ihre Gattin? Warum ist sie nicht mitgekommen? Die Damen waren durchweg begeistert. Ja, die fliegt nicht so gern, aber wenn ich ihr das alles hier so beschreibe, wie das aussieht, da ja, könnte ich mir schon denken. Ich könnte Ihnen einen Sonderpreis machen. Ja? Verstehen Sie mich? Wir müssen die Bauaufträge vergeben und mit der Erschließung beginnen. Wenn Sie sich rasch entscheiden könnten, wäre das zu Ihrem Vorteil. Na ja, darüber ließe sich natürlich reden. Kann ich hier ein paar Aufnahmen machen? Ja, ja, natürlich. Sie werden sehen, Ihre Gattin wird begeistert sein. Ja, komm ich mit drauf. Ja, natürlich. Komm ein bisschen näher ran, Herr Möller. Ja. Sie kennen doch die Gattin von Herrn Dr. Roth. Meinen Sie, dass ich rasch entscheide? Ja, ja, bestimmt, Doktor. Na, das wäre gut, dann könnte ich mit Ihnen zurückfliegen. Ich muss morgen Abend in Hamburg sein, das würde sehr gut passen. Ja, passt ja wunderbar. Mhm. Nun gehen Sie doch. Ich habe was vergessen. Aber, Herr Müller, nicht doch, nicht doch. Was wollen Sie von mir? Ich zunächst mal hinaus begleiten. Draußen wartet ein Auto. Was soll das? Was wollen diese Herren? Was bedeutet das, Herr Dr. Roth? Herr Dr. Harnisch? Ja, das wird Herr Roth Ihnen erklären. Was ist denn von der Polizei? Ja, kommen Sie, Herr Müller. Ich heiße Müller Kral. Ja, schon gut, Herr Müller, machen Sie bitte jetzt keine Schwierigkeiten. Wollen Sie mich festnehmen? Haben Sie einen Haftbefehl? Ich protestiere. Ja, natürlich. Können Sie alles nachher in mein Büro. Ich möchte sofort meinen Anwalt sprechen. Auch das steht Ihnen zu. Na, kommen Sie, Herr Müller. Ich glaube, wir haben uns noch einiges zu sagen jetzt.